Ah ja, alles klar. Wenn ich nämlich das so mache, warte. Ja, also liebe Sarah, ich freue mich sehr, dass wir hier dieses Podcast-Video-Aufnahme, dass wir die machen. Wir kennen uns noch überhaupt nicht. Wir haben uns quasi auf LinkedIn sind wir uns aufgefallen mit unseren Profilen. Ich fand das spannend mit deiner Theologin und mit dem Entscheidungscoaching. Du hast bei mir irgendwie eine Veranstaltung Scheißmusik gefunden und das fandst du auch interessant. Ganz genau. Und dann haben wir irgendwie so gerade schon ein bisschen angefangen, uns vorzustellen, so ein bisschen zu erzählen. Und dann habe ich so gedacht, eigentlich ist das ja auch etwas, was andere Leute interessieren könnte. Und von daher würde ich einfach nochmal sagen, ich fasse es mal kurz zusammen, was ich verstanden habe von dir. Also du bist quasi ganz neu auf dem Markt. Du warst vorher Kirche, Diakonie? Nee, irgendwie. Ich habe evangelische Theologie studiert und nach meinem theologischen Studium bin ich direkt in die soziale Arbeit gegangen, also nach dem Motto der Dienst am Nächsten direkt vollzogen und habe dann einen gemeinnützigen Verein geleitet. Genau. Und dann hast du irgendwann gedacht, jetzt reicht es oder es war zu viel und hast dich selbstständig gemacht oder hast erst eine Coaching-Ausbildung gemacht und dann... Ja, das kann man so sagen. Genau. Und Entscheidungen liegen dir sehr am Herzen, weil du hast gerade diesen Satz rausgehauen, Entscheidungen bestimmen das Leben, oder? Ganz genau, Entscheidungen bestimmen das Leben, das ist nicht nur Slogan, sondern ein Stück weit meine Lebensphilosophie. Fängt eben an mit dem etwas unkonventionellen Theologiestudium. Das war die erste Entscheidung, die mich natürlich sehr geprägt hat. Und die letzte wichtige Entscheidung war natürlich, die Stelle der Geschäftsführerin nicht anzunehmen, meinen Job zu kündigen und mich selbstständig zu machen. Also von daher, ja, Entscheidungen bestimmen das Leben, dafür stehe ich. Und das ist für mich Kernessenz auch für mich jetzt als Coach. Und hattest du denn jetzt schon irgendeine Idee, wie du deine Selbstständigkeit aufbaust oder bist du da so ins Wasser gesprungen einfach? Einerseits bin ich ins Wasser gesprungen, weil als ich meine Stelle gekündigt habe, da war mir noch nicht direkt klar, dass ich Coach werde und dass ich mich vor allen Dingen selbstständig mache. Also das war eigentlich gar nicht geplant. Ich hatte in der Vorbereitung auf diese Position als Geschäftsführerin Management für Führungskräfte studiert und habe mich sehr mit Arbeitsorganisationspersonalpsychologie auseinandergesetzt und habe gedacht, Mensch, das ist eigentlich mein Thema. Also da schlägt mein Herz und da möchte ich gern hin. Dementsprechend habe ich gedacht, okay, Personalentwicklung, HR, das wird der nächste Step. Mhm. So. Und so bin ich im Grunde auf den Arbeitsmarkt getreten und habe dann festgestellt, ja gut, wenn ich in der Personalentwicklung und im HR-Bereich arbeite, habe ich das Problem, was heißt das Problem? Im Grunde geht es um die Unternehmensziele. So, und die Unternehmensziele, die sind gut und schön, aber das, was mich interessiert, ist der Mensch. Mhm. Der Mensch mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Werten und das war da einfach schwer, zum einen mit meinen eigenen Werten zu vereinbaren und andererseits hatte ich das Gefühl, da komme ich dann wieder in so ein kleines Hamsterrad rein und da bin ich ja gerade ausgestiegen. Ja, ja. Vom Regen in die Traufe sozusagen. Genau, und dementsprechend war klar, das ist irgendwie nicht der Weg. Dementsprechend habe ich mich damit auseinandergesetzt, was will ich denn eigentlich wirklich? Wofür stehe ich eigentlich? Was sind die Sachen, die mir einfach Spaß machen? Das war ein ganz neuer Gedanke, weil ich vorher ein Stück weit auch den Glaubenssatz so hatte, man arbeitet halt, um Geld zu verdienen. Und da muss man einfach Leistung bringen. Da geht es nicht darum, ob dir das Spaß macht. Das kommt erstmal ganz hinten. Grundsätzlich geht es erstmal um Leistung. Und da habe ich gemerkt, dieser Leistungsdruck und Anspruch, der macht dich auf Dauer kaputt und leer. Ich war am Ende leer. Ich war erfolgreich, aber nicht glücklich. Ja, genau. Und dann bist du dem gefolgt, sozusagen. Dem Herzen gefolgt, ganz genau. Wunderbar. Ja, und ich finde es ja so witzig, also ich habe jetzt gerade letzte Woche, ich bin jetzt halt durch Corona, habe ich mehr Zeit als sonst bin ich immer in Trainings und Coachings und unterwegs, aber habe jetzt also viel mehr Zeit mich mit Social Media und dann mit immer wieder, ist ja Positionierung, Profilierung, Inszenierung und wenn du einmal durch bist, kannst du wieder von vorne anfangen. Mhm. Und immer wieder kommt ja die Frage, wofür stehst du, was ist dein Warum? Ne? Mhm. Und dann habe ich erst mal gedacht, bei LinkedIn,
Führungskräfte. Ne? Und da habe ich gedacht, ja klar, Führungskräfte, das ist es und so. Weil ich eben auch immer wieder teste, ich mache ja viele Bildungsurlaube fürs LIW, Lohmacher Institut für Weiterbildung. Und da haben wir immer so Wortgebilde in den Titeln, die mit Kompetenz zu tun haben. Und Führungskompetenz ist immer so ein Highlight. Ne? Okay. Mhm. Also wenn da Führungskompetenz im Titel steht, dann ist schon mal ist die Hälfte des Kurses schon mal gebucht. Ne? Aber ich habe dann wieder festgestellt, nee, das ist jetzt doch nicht so im Kern meins. Ne? Nicht so ganz und gar. Und jetzt bin ich so ganz frisch eigentlich dazu gekommen, dass ich denke, ich bin Expertin für Lebensfreude. Sehr schön. Genau, sehr schön. Und da denke ich, bin ich eigentlich immer schon gewesen. Und so, und ich kann es, also ich gucke dann auch immer gern so in die Familienstruktur, also ich sehe es auch bei meinen Geschwistern, ne, dass da irgendwie Lebensfreude eine riesen Stellenwert hat, ne, dass man einfach, insofern habe ich wahrscheinlich einen ganz anderen Lebenslauf wie du, also für mich ist der Spaß immer an oberster Stelle und wenn es keinen Spaß macht oder Freude, ne, und mich erfüllt, dann mache ich es gar einfach nicht. Also ich war ganze 3 Jahre angestellt, in einer Jugendwerkstatt, das war für mich einfach sehr exotisch, so richtig so eine Stelle, so mit Lohnabrechnung und so, fand ich unglaublich klasse, aber meine Ideen waren da einfach nicht maßnahmenkonform. Ja. Ne? Und das so, wie ich das so für sinnvoll, ich war in dieser Jugendwerkstatt und mit den Jugendlichen hatte ich da 1000 Ideen und Pläne, um die ich sah in denen das unternehmerische Potenzial und alles, aber das wollten die Stellen und die, die dafür zuständig waren, für die war das alles, passte nicht in ihr Konzept. Ne? Da musste alles irgendwie in so Maßnahmen reingepackt werden. Und dann habe ich einfach festgestellt, das wird nichts. Also ich werde da einfach, ich kann meine Potenziale da gar nicht einbringen. Und ich war sowieso Quereinsteiger, so von der Ethnologie und Textil über meine Mutter. Also das war sowieso so eine Konstruktion, die ein bisschen... Aber es war gut. Für die Erfahrung war es super. Und mit den Jugendlichen bin ich sehr gut klargekommen. Mit denen hatte ich viel Spaß. Kann ich total greifen. Also ich war ja über 10 Jahre in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig. Ich habe da mal ehrenamtlich angefangen als Aushilfe und dann wurde es immer mehr. Und am Anfang... Ich sage immer, die Herausforderung war nicht die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, die Herausforderung, wie hast du es gerade genannt, das war ein super Stichwort, maßnahmenkonform. Also ich war irgendwann auch nur noch dabei, Auflagen zu erfüllen, Konzepte zu schreiben. Ja. Das Ganze hatte immer weniger mit dem zu tun, was tatsächlich vor Ort war. Und das hat auch eine enorme innere Zerrissenheit ausgelöst. Mhm. Weil ich auf der einen Seite natürlich die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, deswegen war ich eigentlich da. Ja. Aber irgendwann ging es da gar nicht mehr drum. Nee. Und das, nee, also die Streetworker, die brachten mir die Jugendlichen so, ich bringe sie jetzt dir. Ne? Ja, ja. Und wenn die sich dann aber da irgendwie käppelten und oder irgendwie mal zu tätlichen Auseinandersetzungen schritten, was ich jetzt nicht so schlimm fand, ne, dann war das gleich ein Grund, dass sie dann da rausgeschmissen werden sollten und so. Ne? Mhm. Und sanktionieren, ganz wichtig. Wir brauchen einen Katalog. Ja, aber es passte dann einfach nicht. Also man sollte morgens um 8 da sein. Also auch ich musste mich immer abstrampeln. Ich hatte 2 kleine Kinder zu Hause. Also da morgens um 8 zu erscheinen, war jetzt nicht so einfach. Um dann aber 3 Stunden da abzuhängen unter Umständen. Mhm. Und ich musste das jetzt vertreten. Mhm. Und dann hatte ich dann noch so Kollegen, wo ich eine Kollegin, deren Stimme, so eine ganz hohe, unangenehme Stimme, die schon durch die Wand durch mich durch, ne, und wie die mit ihren Jugendlichen umgingen. Und das musste ich jetzt aber auch irgendwie, meinen Jugendlichen musste ich ihr gegenüber jetzt wieder solidarisch sein und so. Mhm, die ganze Kadergeschichte, dann habe ich so einfach gemerkt, das ist es nicht. Ne? Ja, ja, genau. Und auch diese Wertekonflikte, das ist genau das, was ich einfach auch kenne. Und wo ich, in einer gewissen Weise kann man ja noch Kompromisse machen, aber irgendwann steht man da und denkt, inwiefern kriege ich das überhaupt noch zusammen?
Und das ist ja auch oft, dass es geht ja um eine Haltung, also auch zum Thema auch Führung. Ne? Es geht um eine Haltung und auch ein gemeinnütziger Verein funktioniert in einer gewissen Weise wie ein Unternehmen. Und da ist es leider oft auch so, dass gewisse Unternehmenswerte oder Werte und Haltung nach außen propagiert wird. Und das, was dann tatsächlich gelebt wird, ist leider oft was anderes. Und das ist schwierig. Naja, und es war halt so, dass die sympathischen, ne, Kolleginnen, die waren alle da krank geworden. Mhm. Mhm. Ne? Und vorher hatten die frühere Chefin, die war toll, ne, die mich da auch geholt hat, die hat mit denen auch irgendwie Fahrten nach Frankreich gemacht, die haben da Lagerfeuer gemacht. Ne? Die Jugendlichen kamen nach Jahren noch und brachten ihren Partner und ihre Kinder und sagten hier und so. Ne? Die war so richtig mit Herz und Seele verbunden. Mhm. Und da wurden auch keine Überstunden aufgeschrieben und da wurde auch mal Freitagnachmittag ein Bierchen getrunken. Ne? Und die Neuen, die dazu kamen, die hatten irgendwie so diese Vorstellung, wir müssen das jetzt so straff durchorganisieren. Also Alkohol geht gar nicht, auch nicht am Freitagnachmittag. Irgendwelche Maßnahmen, nur nach allen möglichen Auflagen. Und vieles ging dann einfach auch gar nicht. Ich bin mit denen wandern gefahren. Ich habe mir die in mein Auto gepackt. Und dann hieß es ja, aber die sind doch nicht versichert in dem Auto und so. Ne? Ja. Und so weiter. Ja. Genau die Probleme kenne ich. Und das ist das Problem, wenn es dann so am Leben vorbeigeht. Ja. Da wird dann konzipiert und aufgestellt und hört sich alles schön an. Aber das, was tatsächlich gebraucht wird, das, was tatsächlich wichtig ist, das, was auch an Bedürfnis von den Kids und Jugendlichen einfach da ist, tja, da geht es dann ein Stück weit dran vorbei. Ich habe dann irgendwann hab ich dann gesagt, das Wichtigste ist doch, dass man das aus dem Herzen heraus macht. Mhm. Da sind mir meine Kollegen beinahe ins Gesicht gesprungen. Ne? Und naja, aus dem Herzen kann man auch nicht messen. Das kann man auch nirgends eintragen. Da haben die gesagt, ja, dann machst du es mit Liebesentzug. Hä? Da musste ich auch erstmal so ein bisschen nachdenken, wie kommt man da drauf? Und dann haben die einfach gedacht, ja, sowas hält man nicht durch. Okay. Ne? Und dann, also für die war das irgendwie, für die war ich ganz furchtbar. Ja, ja. Ich war wirklich für die ganz furchtbar und deswegen haben sie mich da regelrecht rausgemobbt. Mhm. Und ich habe nur irgendwie in vielen Coachings danach immer wieder festgestellt, wie gut das war, weil manchmal braucht man ja so einen Tritt in den Arsch, mhm, wenn du diese Entscheidung halt selber schwer fällen kannst. Mhm. Ja. Ja, also wenn die jetzt da meine Ideen gut gefunden hätten, also ich hatte mich dann natürlich vernetzt mit anderen Jugendwerkstätten, wir hatten da schon Ausstellungen mit Trommel-Events und ich weiß nicht was. Ich hatte auch ein Ausbildungskonzept für andere Textilgruppen im Landschaftsverband. Ich hatte ein komplettes, komplett fertiges Konzept für eine Jugendwerkstatt in der Schublade liegen. Mhm. Es interessierte niemanden. Mhm, mh, ja. Auch die ganzen Ränge, niemanden. Ja. So, und dann habe ich mir gedacht, gut, also dann bin offensichtlich ich hier der Falschfahrer. Mhm. Ja, irgendwann muss man ja auch mal gucken, wer ist jetzt hier der Falsche. Und ich meine, irgendwer muss die Arbeit machen. Und manche von denen sind immer noch genau dort und machen es. Und da habe ich auch große Hochachtung vor. Und das kann ich auch total gut nachvollziehen. Also auch gerade dieses Stichwort Falschfahrer. Das war für mich so eine ganz wichtige Erkenntnis. Also ich habe anfangs, konnte ich mich da auch sehr gut einbringen und ausleben und umso höher es in der Hierarchie ging, umso schwieriger wird es. Und ich habe im ersten Moment versucht, diesen ganzen verschiedenen Bedürfnissen, also sowohl Kinder und Jugendliche, was dann irgendwie Behörde wollen, was dann irgendwie an Auflagen da ist, was der Vorstand will, versucht, dem allen gerecht zu werden. Mhm. Nicht dabei komplett vergessen, war im Grunde 24/7 dabei, überall irgendwie versuchen zu Kompromisse zu finden und das irgendwie für alle konform zu machen, damit jeder irgendwie zufrieden ist. Und irgendwann, deswegen Falschfahrer, also habe ich auch gemerkt, ich kämpfe hier die ganze Zeit an so vielen Fronten, war dann auch irgendwann, hatte natürlich auch eine gewisse Wut, würde ich jetzt nicht sagen, aber eine gewisse Frustration, ne? Weil man einfach die ganze Energie in diesem, ich überschreibe es jetzt mal, Kampf, in diesem Kampf investiert und gefühlt nicht wirklich weiterkommt. Ja. Und irgendwie, das war dann ganz wichtig zu erkennen, okay, das ist hier ein System, was so funktioniert. Das eine ist, dass ich das nicht gut finde, aber das ist keine Resignation, aber ich muss trotzdem auch sehen,
ich kann das jetzt nicht alles umstülpen. Nee. Und wenn ich mittendrin bin, dann muss ich bei mir selbst anfangen. Ja. Und in dem Moment, wo ich bei mir selbst angefangen habe, habe ich dann gemerkt, das passt nicht. Ich passe hier nicht rein. Also es gibt so eine Geschichte, die mir eine Teilnehmerin mal erzählt hat, die ich immer meinen Teilnehmern erzähle, die eins der wichtigsten Dinge ist, die sie mitnehmen aus meinen Trainings. Also in einem Restaurant unterhalten sich zwei. Und sie sagt zu ihm, du, ihr habt gehört, die Susi ist schwanger. Mhm. Ja, sagt er, das ist ihr Sach. Ja. Sagt sie, ja, aber ihr habt gehört, du sollst der Vater sein. Sagt sie, ja, sagt er, das ist meine Sach. Und dann sagt sie, wenn die stimmt, dann bringe ich mich um. Sagt er, ja, das ist deine Sache. Ja, ja. Weißt du, und diese Klarheit, ja, ja, und das ist für Entscheidung, also ich schenke dir gern die Geschichte, ja, diese Geschichte ist für Klarheit halt ungeheuer wichtig, ja, weil wir eben auch durch Erziehung, auch durch Religion, auch durch Werte häufig durcheinander kommen. Und eben die Anliegen von anderen für unsere halten und unsere meinen, dass die anderen die verwirklichen müssen. Ganz genau. Genau. Ja, dadurch entsteht diese Schere im Kopf und auch diese Lähmung, weil du dann einfach nicht dich daraus befreien kannst. Ganz genau. Kann ich genau so bestätigen. Und das meine ich. Genau darin habe ich mich auch verloren und war auch, also das ist jetzt schon mehrere Jahre her, aber jetzt im Rückblick, ich weiß, wie oft ich dann auch frustriert aus solchen Gesprächen rausgegangen bin, weil ich dachte, Mensch, und das müsst ihr doch verstehen und das müsst ihr doch nachvollziehen. Und das ist eben ihr Sach, ne? Also was andere Leute verstehen. Ja. Ja, ja, genau. Und da muss man es auch lassen bei denen. Genau, bei den Leuten. Und man muss für sich selbst die Dinge verstehen, ja, und entsprechend handeln. Ich muss für mich entscheiden, was für mich das Richtige ist. Und auch mit den Konsequenzen, auch mit den Folgen. Aber dafür kann ich einstehen. Das ist mein Workraum. Genau. Und es war ja auch ganz spannend dann zum Schluss, als ich dann entschlossen habe zu kündigen, war auf einmal viel möglich. Ah ja. Da habe ich ja auch gemerkt, okay, gut, alles klar. In dem Moment, wo ich mich ändere, kann ich auch eine gewisse Änderung, also wie gesagt, da war es zu spät, aber es fängt und endet bei mir. Ja. So, das war auch eine ganz wichtige Erkenntnis, die ich mit rausnehmen konnte oder die ich lernen musste. Hm. Versuch nicht, den anderen zu verändern, fang bei dir selbst an. Ja, und verstehe halt auch jetzt so Energiemuster. Also ich habe das Modell der 4D-Typologie entwickelt, auf der Basis von den Energiemustern von Gundel Kutscherer. Und da ist ganz viel drin, um zu verstehen, wen hast du da vor dir? Na, weil du kannst nicht mit jedem Menschen über alles sprechen oder einig werden oder, ne, also auf dieser ganzen Werteebene. Da gibt es halt große Unterschiede. Und wenn ich das auch realistisch einschätze, dann bin ich einfach auch nicht so oft frustriert, weil ich dann einfach merke, okay, an der Stelle geht es jetzt gar nicht weiter. Ne? Oder die Bedürfnisse, die sind so unterschiedlich. Also wie eben jetzt die neuen, jüngeren Kolleginnen, die wollten einfach alles hier so schön in ihre Maßnahmen einordnen und hatten eben vor, sich auch stärker abzugrenzen. Und das ist ja auch ein Bedürfnis. Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich bin da jetzt, stelle mich ein, auf die nächsten 30 Jahre bin ich jetzt in dieser Jugendwerkstatt. Ne? Dann kann ich das ja auch nicht so immer mit alles nach Hause nehmen und mich da so voll und ganz mit beschäftigen, weil dann werde ich es einfach nicht durchhalten. Mhm. Ne? Also so eine gewisse Sparflamme oder so eine, also ich leite zum Beispiel das Netzwerk Femme Total in Köln. Das habe ich vor 21 Jahren gegründet. Und seitdem, ne, bin ich die Präsidentin und sorge dafür, dass das irgendwie weitergeht. Und da hatte ich auch so nach den ersten 3 Jahren, da habe ich also intensive Aufbauarbeit geleistet. Und dann gab es da also ein Eklat. Und da ging es halt auch so drum, ne, was schulden die mir, was schulde ich ihnen, das ging dann letztlich um ganz andere Sachen, führt jetzt zu weit, das darzulegen. Aber da habe ich halt dann auch mal meine Ämter niedergelegt und bin mal zurückgetreten, bin dann nachher wieder
ne, eingetreten. Mhm. Aber erstmal musste ich einfach auch mal wirklich mich um meine eigenen Sachen kümmern. Mhm. Ja, dass mein eigenes NLP-Institut mal ans Laufen kam und war eine einfach ganz wichtige Erkenntnis. Und da habe ich von da an auch dann gemerkt, wie gut es ist, wenn man so einen ruhigen Streifen fährt. Mhm. Mhm. Ja, weil wenn du immer volle Pulle Gas gibst, ne, dann kommst du natürlich auch mit einer großen Erwartungshaltung und irgendwie auch so eine Art Liste, wo du dann denkst, guck mal, das alles habe ich für euch gemacht. Und dafür dürft ihr mich jetzt nicht kritisieren und dafür dürft ihr jetzt, müsst ihr mich jetzt unterstützen und. Und diese Enttäuschung, Ende der Täuschung, ne, mhm, die dann kommt, die hast du dir selber eingebrockt, sozusagen. Genau. Und das ist ja auch, also ein wichtiges Stichwort, was mir da auch einfällt, ist einfach diese Erwartungshaltung, ne, die impliziert, ja, ist. Auch wenn sie gar nicht bewusst ist und auch wenn es keine Rechnung ist, wenn es keine Strategie ist, aber unterschwellig gibt es, entsteht da eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn die dann nicht erfüllt wird, kommt es zur Frustration und Enttäuschung. Und genau, dementsprechend. Das ist mal anderen vor, ne? Genau, genau. Und die sagen selbst dann meist noch nicht mal offen, nee, sondern man bleibt in dieser Erwartungshaltung. Und ja, genau, wenn dann nicht das kommt, was man da erwartet, dann kommen Spannungen auf. Und das ist dann ja mitunter sogar für den anderen gar nicht nachvollziehbar. Nee, überhaupt nicht, weil es ja deine Sache ist. Genau, weil der sich denkt, Mensch, ja, hat dich ja gar keiner drum gebeten, wenn du das denn die, ja, ganze Zeit machst. Genau. Was willst du denn jetzt von mir? Ne? Also, du erkennst es daran, dass du selber, wie du schon sagtest, dass du selber keine Vision mehr hast. Ja. Also ich merke immer dann so, bin ich so erfüllt, ne? Habe ich, mhm, Spaß so? Mhm. Sinne von, wache ich morgens auf und mache mir kreative Gedanken und denke so schon, oh ja, ne, freue mich schon drauf, wenn wir das jetzt so machen. Ne? Oder bin ich so, stehe ich nur noch so vor den Leuten, sage, kann man nicht mal und wieso ist das jetzt hier? Und dann merkt man auch, wie die anfangen schon so, nee, Jennison, ne, jetzt lass man. Oder auch in meinem Verband ist das eben auch manchmal, dann kommen dann irgendwie so, können wir jetzt auch noch das, das und das machen oder irgendwie so, so leise Kritik. Und dann denke ich dann manchmal, ja, vielleicht bin ich ja jetzt einfach auch so erloschen. Ne? Vielleicht, mhm, muss ich das ja jetzt mal wirklich auch mir mal angucken. Also ich bleibe da sozusagen offen. Mhm. Na, weil es könnte ja durchaus sein, dass ich jetzt irgendwie so ein alter Graurücken bin oder Silberrücken und dass irgendwie da jüngere Leute mit knackigen Ideen, ne, und ich will ja auch niemandem im Wege stehen. Mhm, na, mhm. Und das ist so diese Balance, so ist das, also die Dinge zu erkennen. Mhm. Ne, also ist das jetzt ein gesunder Impuls und sollte ich einfach auch mal sagen, jetzt überlasse ich mal das Feld, grau bin ich ja schon, also kann ich es auch mal weitergeben. Oder sind es irgendwie so, ja, sagen wir mal, egozentrische oder narzisstische Tendenzen, ne, wo Leute einfach mal so eine Welle machen wollen, mhm, um gesehen zu werden, aber gar nicht nachher dann die Arbeit bereit sind zu tun. Ja. Und wonach entscheidest du dann, was das richtige Maß, ja, ist oder warte, wo die Mitte ist? Warte, ich höre, ich rede mit anderen, ich spüre hinein und dann ist also das Netzwerk ist ein sehr gesunder Organismus. Mhm. Und früher oder später wird sich einfach zeigen, also da bin ich sehr werteorientiert. Ich sage, es geht mit lauterem Herzen. Ja. Also wenn du eine lautere Absicht hast, mhm, ne, dann wirst du merken, du kriegst halt den Bonus. Mhm. Ne, also wenn du die Dinge tust, wie sie richtig sind, mhm. Mhm. Dann kriegst du auch Zuspruch und, ne, und es kommt. Wenn das nicht so ist, dann wenden sich die Menschen innerlich von dir ab und denken irgendwie so, da ist, stimmt was nicht, da ist was komisch. Mhm. Ne? Mhm. Und ja, und das Netzwerk ist da eigentlich ganz untrüglich. Also es ist ein bisschen wie so Schwarmwissen. Mhm. Ne? Und wenn du dann, wenn ich ein komisches Gefühl habe und dann mal so frage, was denkt ihr denn und so, ne? Also im Moment haben wir halt so ein bisschen dieses Problem mit so Corona-Leugnerinnen. Mhm.
Ne? Und da ist dann so die Frage, wie weit kann man das jetzt so zulassen? Wie weit muss ich da eingreifen? Wie weit sage ich einfach ihr Sach? Ne? Und wie weit muss ich sagen, also was ist dann daran Maisach? Macht nichts. Geräusche sind okay. Wir leben in einer Umwelt. Das Leben kommt anders, als man es erwartet. Ja, klar. Ja, also es sind immer wieder, ich meine, es wird ja nicht langweilig auf die Weise, ne? Genau. Also es gibt immer wieder, ne, gerade dann, wenn man denkt, ach, jetzt bin ich doch jetzt hier wunderbar in Fahrt und so könnte es doch immer weitergehen, dann kommt eigentlich irgendwas um die Ecke, um zu gucken, lebst du noch, ne? Und bist du noch irgendwie, hast du noch irgendwie eine Vision? Oder musst du mal einfach ein bisschen zurücktreten und schauen, worum geht es hier gerade eigentlich oder wo ist dein innerer Fokus? Also mein Bild dafür ist, wir folgen etwas, wir haben sowas, so eine Vision vor uns, die ist aber in dem Moment, wo du sie wahrnimmst, eigentlich schon erloschen. Mhm. Aber du bist noch, ein bisschen brutales Beispiel, aber es gibt doch diese Hühner, wenn du die köpfst, dann laufen die Körper noch weiter. Mhm. Ja. Von Störtebeker wurde das auch gesagt. Ne? So viele Leute, wie er noch vorbeiläuft, ohne Kopf, die werden gerettet. Mhm. Also das heißt, ein Teil von dir folgt diesem noch, während es aber eigentlich schon erlöschen um die Ecke rum ist und das Neue ist aber noch nicht in Sicht. Mhm. Ne? Das heißt, unten drunter entwickelst du Alternativen oder andere Pläne, die sind aber noch so jung, dass du sie noch nicht sehen kannst. Und die sollen auch noch nicht genau im Blickfeld sein. Und erst wenn du dich überzeugt hast, durch immer wieder, ne, gegen die Wand rennen, dass du merkst, das geht nicht, hier bin ich falsch, das stimmt nicht, dann guckst du so rechts und links und siehst, ah, guck mal, da gibt es doch eigentlich Plan B, ne? Mhm. Und Plan C. Und das wird dann sozusagen dein neuer Stern, dem du folgst, der aber eigentlich auch schon wieder die Ecke rum ist, weil hier kommt das neu. Ja. Ja, spannend. Also auf jeden Fall, ich habe gerade auch so zwei Gedanken. Also die eine, ne, der Moment im Jetzt, das ist ja auch dieses Jetzt, ist eigentlich jetzt, aber eigentlich schon vorbei. So, genau. Und ich erahne ein Stück weit Zukunft, hängt irgendwie, also deswegen ganz spannender Zeitbegriff. Und dann habe ich mich eben gefragt, muss man denn gegen die Wand laufen, um die Vision zu finden? Muss man gehen. Naja, wir nehmen das Negative 9-mal stärker wahr wie das Positive. Ja, umso schlimmer, wenn wir dann gegen die Wand laufen. Ja, das ist die Evolution. Ne? Also du, Störungen haben Vorrang, sagt man in der Gruppendynamik. Mhm. Das heißt also, Menschen neigen dazu, diese Komfortzone nicht zu verlassen. Ja. Ne, weil das ist auch logisch, das ist investierte Energie und unser Gehirn ist relativ faul. Mhm, ja, ja. Deswegen sind ja Gewohnheiten so wichtig. Das kenne ich auch aus dem Entscheidungsprozess, deswegen mal die einfache Lösung. Ne? Die ist, genau. Dann, die ist gehirnkonformer, nicht genau. Unbedingt die beste. Nein. Aber ne, so, das haben wir immer schon so gemacht, das war noch nie so. Ja, genau. Das andere so und so, das macht Angst, Hilfe. Ja, das ist ja auch... Ne, ich meine, wenn du jetzt hier, wir sind ja gerade mitten in diesem Prozess der Digitalisierung, und wie viele Leute sich da mit Händen und Füßen gegen sperren, auch wenn sie irgendwie keine Ahnung davon haben, oder gerade weil sie keine Ahnung davon haben, und wie viele Glaubenssätze da unterwegs sind, auch unter meinen Kollegen, Kolleginnen. Ne? Mhm. Also na, 8 Stunden Online-Training, das geht nicht. Ne? Ja. Ich erlebe das ganz oft, dass das wunderbar geht. Ja. Aber du musst es natürlich mit Leben füllen. Und schön Päuschen machen und Teilnehmer mal rausschicken und dann immer hier die Sinneskanäle wechseln, mal was für die Auditiven machen, mal was für die Visuellen und dann wieder irgendwie ein Spiel oder so. Ne? Dann geht die Zeit wie im Fluge dahin. Ne? Und davor steht halt einfach dieses sich drauf einlassen. Ja. Ja. Und du trägst es, das, was du in dir drin trägst, wenn du selber den Glaubenssatz hast, dass das anstrengend ist, dann sagen deine komplette Gruppe, sagt dann, das war aber anstrengend. Das war anstrengend, ja. Ne? Also, ja. Ist ja einfach innen wie außen, das ist ja Spiegelgesetz. Also, ganz genau. Ne? Insofern ist das... Ne? Ja, also
deine Frage, ob es auch anders geht. Also ich denke mal, in der Regel kommen Leute ins Coaching, weil sie halt schon mehrere Runden gedreht haben und mit den üblichen Mechanismen nicht weiterkommen. Aber sie sind noch nicht so tief abgesackt, dass sie jetzt richtig in einem körperlichen oder psychischen Krankheit gelandet sind. Weil Coaching braucht eine bestimmte Betriebstemperatur. Ja. Nicht zu hoch, also wenn du schon völlig drüber bist, ne, bringt es nichts. Wenn du zu lasch, also so, wenn das Problem, sagen wir mal, es ist zwar erloschen, ne, aber es ruckelt noch. Ne, wie sagen die Indianer, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, ne, steige ab. So. Dieses Bild ist so. Ich bin immer wenn ich mit diesem Bild konfrontiert bin. Ich meine, es bringt es auf den Punkt, aber ja. Aber ist super, ne? Ja, genau. Und ich meine, die meisten Menschen glauben aber nicht, dass das Pferd tot ist. Ja. Ja, sie pieksen immer wieder rein oder. Makaber, ja. Ne, oder belegen Kurse, wie man tote Pferde reitet oder so. Ja. Ne? Ja. Oder schleppen das Pferd selber oder denken, ich bin schuld. Ne, ja. Wenn ich mich ändere, wird das Pferd wieder lebendig und so. Ja. Ne, der ganze Quatsch. Ja. Was natürlich alles nicht passieren wird. Mhm. Und deswegen ist dieses gegen die Wand rennen ist sozusagen schon notwendig, um eben auch so diesen Tritt in Arsch, weißt du, so diese, deswegen war ich denen einfach dankbar, auch den Kolleginnen, dass sie das so drastisch gemacht haben. Weil sonst würde ich da vielleicht immer noch hocken. Ich habe auch gerade das Gefühl, das ist wie so ein Plong, ne? Das bringt Klarheit. Ja. Das bringt dann auf den Punkt. Ja. Da kann ich dann auch nicht mehr die Augen verschließen. Und genau. In dem Moment, wo ich merke, das Pferd ist tot, da ist es tot. Ja, und das ist auch der Punkt so, ich habe jetzt gerade letzte Woche diesen Kurs Motivation, ne? Und da habe ich dieses fünfpolige Strategie-Motiv habe ich entwickelt. Und das V steht für Verantwortung. Also Verantwortung gegenüber dir selber und, und anderen, dass du einfach guckst, welchen Preis zahlst du, wenn du das jetzt noch weitermachst. Ganz wichtig. Absolut. Und der muss hoch sein. Mhm. Na, weil wenn der nicht hoch ist, dann bleibst du eben trotzdem, auch wenn der Leidensdruck noch so groß ist. Na, aber meistens fehlt dann auch die Motivation im Sinne von Sog der Begeisterung. Du hast keine Alternative, richtig? Weil du denn auch in so in diesem Leidensdruck oder vielleicht Selbstmitleid oder irgendwas rumdümpelst. Und dann bleibst du drin und änderst nichts. Ich nenne das immer die mentale Abwärtsspirale. Ja, genau die. Genau. Einmal drin. Also deswegen glaube ich schon, dass so ein gewisser Leidensdruck wichtig ist. Also ich höre mir ja auch sehr gerne so Lebensgeschichten an oder diese Podcasts von Tobias Beck. Ne? Und der interviewt sie ja dann immer und irgendwie haben sie alle einfach so irgendwo eine Leidensgeschichte, so ein Kernkränkungsthema. Und dadurch, und da sind sie durchgegangen und haben dann bestimmte Methoden entwickelt oder erstmal erlernt und dann angewandt und sind dann quasi zu dem geworden, was sie jetzt ausmacht. Absolut. Und der logische Fehler ist aber irgendwo, dass dann eben diese Trainer sagen, okay, und wir ersparen euch das jetzt. Und wir geben euch jetzt direkt die Methoden an die Hand und dann könnt ihr das genauso erreichen wie wir. Und morgen bist du dann glücklich. Ja, und das eben funktioniert Leben. Halt nicht. Ja, weil, aber das ist der Wunsch, ne? Das ist der Wunsch. Natürlich. In dieser Leichtigkeit, ich habe jetzt den 3-Schritte-Plan, den wende ich jetzt an von heute auf morgen und morgen wache ich auf und die Welt ist eine neue. Ja, genau. Kann man ja auch nachvollziehen, ne? Also es ist ja auch ein schöner Gedanke, aber leider so einfach ist es nicht. Es ist möglich, ne? Es ist möglich, aber anders. Ja, also ich meine, im NLP sagen wir ja, es geht darum, immer die Wahlmöglichkeiten zu kreieren. Ja, also wir sagen sozusagen, ein Problem ist definiert als das Fehlen von Ressourcen. Also hättest du alles, was du brauchst. Na, sagen wir mal, du willst ein Bild malen. Ich komme aus einer Künstlerfamilie. Meine Mutter baute ein wunderbares Stillleben auf und sie hat das auch mit uns gemacht. Wir durften die Wände anmalen und so.
Und dann saß sie aber daneben mit der Palette, ne? Und vorher gab es auch einen Entwurf, also es war jetzt nicht irgendeine Schmiererei. Und dann haben wir da gemalt. Also das heißt, sie hat die Bedingungen kreiert und wir konnten es dann tun. Einen so. Rahmen gegeben sozusagen. Einen Rahmen gegeben. Einen Rahmen, in dem aber trotzdem noch eine gewisse Form genau. der freien Entfaltung auch wieder ermöglicht wird. Genau, genau. Mhm. Ja. Ja, ich weiß noch, ich war 5 und ich habe hier Jesus in der Krippe gemalt und das Kissen, und die hatten immer alle so einzelne Haare. Ich konnte das nicht besser. Und die Hände waren dann irgendwie wie so ein, ja, so nach unten irgendwie so. Und die, also das Christkind ist dann so gerade auf seinen Händen. Also im Yoga wäre das jetzt eine fantastische Position. Also so mit liegen oder geschmeidig. 5 war das nicht. Und das hat meine Mutter genauso gelassen. Ja, super. Ne? Also hat mir jetzt nicht irgendwie gesagt, der liegt ja gar nicht richtig oder so. Ne? Mhm. Mhm. In meiner Vorstellung lag der ja. Und also so ist es ja im Coaching und Training, geben wir den Menschen ja den Rahmen. Na, wir sagen ja, guck mal, jetzt hast du hier eine Gruppe, also am besten noch über einen gewissen Zeitraum. Meine Ausbildungen laufen immer über 9 Monate, damit du dazwischen auch Zeit hast, das zu üben und anzuwenden. Und dann eben so auch diese Gruppe, du siehst, was machen die anderen und die schaffen das und hier, die hat das jetzt endlich, den Konflikt mit den Eltern oder mit dem Kind oder mit dem Geschäftsführung und. Und das alles braucht es, um, damit du auch denkst, ach, das kriege ich jetzt auch hin. Genau, es braucht Zeit. Ne? Das muss sacken, das muss wirklich ankommen. Da reicht es nicht. Das ist ja auch der Unterschied von, es reicht nicht nur, es zu verstehen, es muss auch in einer gewissen Weise verinnerlicht werden und dann irgendwie innerlich auch noch verankert werden, damit ich dann wirklich von innen nach raus entsprechend handeln kann. Ne? Also, klar. Und das erlebe ich auch oft. Ich möchte ganz schnell was verändern. Sage ich auch immer, nee. Also ganz langsam, Schritt für Schritt, und das, woran du jetzt denkst, ist noch viel zu schnell. Genau. Wie isst man die Salami? Scheibe für Scheibe, keine Ahnung. Ja, genau. Scheibchenweise, genau. 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 Ja. Und ich muss das auch erstmal verdaut haben, weil sonst. Ne? Ja. Also, es stockt. Ja. Es bringt eine Verstockung. Und du musst einfach auch Schritte gehen. Ne? Genau. Manche Leute bleiben ja stundenlang irgendwie an ihrem Schreibtisch hocken und meinen, sie können sich jetzt komplett die ganze Zukunft, sich das alles schon vorstellen. Und planen. Direkt. Genau. Ja, und Tatsache ist halt, du machst was und von da aus guckst du wieder, ne? So, wie ist denn das jetzt hier? So wie im Schachspiel, ne? Also wenn du sehr gut bist, kannst du vielleicht 5 Züge vorausplanen. Ja, aber dieses Planen, ich muss auch gerade denken, weil das war jetzt ja auch eine ganz spontane Gebung, die wir jetzt hier gerade hatten. Und ich habe auch im ersten Moment gedacht, oh Gott, Hilfe, was Neues, jetzt sofort, das große Panik-P kriecht in mir nach oben auf meine Stirn, weil keine Sicherheit. Da habe ich mich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Ich also weiß gar nicht, worum es geht. Zuschauer und Zuhörer, wir haben also ich hab einfach gesagt, dass dieses Gespräch wird gut, das habe ich im Gefühl gehabt, und wertvoll. Und dann habe ich einfach spontan gesagt, Sarah, sollen wir das aufnehmen? Genau. Und da ich keinerlei Erfahrung habe und wir uns auch gerade zum ersten Mal wirklich begegnen, dachte ich, oh Gott, Hilfe. Nee, aber wunderbar. Und das ist das, dieses sich auch drauf einlassen. Ne? Einfach zu sagen, okay, das ist jetzt gerade der Moment und wir nutzen den. Ja, klar. Auch mit der Gefahr, dass wir nicht wissen, worauf es hinausläuft. Also ich meine, noch steigern könnten wir das, wenn das jetzt live wäre. Ne? Ja. Ja. Aber einen Schritt nach dem nächsten. Ein Schritt nach dem nächsten. So, ne, ist es aufgezeichnet. Genau. Kannst du irgendwelche Dinge sagen, aber ich merke, wir fließen hier ganz wunderbar. Mhm. Da gibt es denn noch so einen Abschluss. Was würdest du, interessiert dich noch irgendwas an meinem Konzept oder willst du noch was erzählen von deinem? Also ich bin immer noch das Stichwort Lebensfreude, ne? Das finde ich enorm wertvoll und da ist für mich auch gerade, wie ich vorhin schon gesagt habe, gerade das Neue ist zu sagen, auch Arbeit darf Freude sein, auch Arbeit darf Spaß machen. Leistung ist nicht nur dann gut,
wenn es schwer ist und hart erarbeitet ist, sondern das ist ja auch ein bisschen das Stichwort Fluss, Lebensfreude. Da hätte ich vielleicht, ne, jetzt kommt der ultimative Tipp der Expertin, wie finde ich zu mehr Lebensfreude im Leben? Also, ja, ich könnte einfach sagen, komm in meine Seminare und Trainings, weil tatsächlich ist das wirklich so die absolute Triebfeder. Ja, also wenn ich zum Beispiel in den Bildungsurlauben bin, da sind wir an der Nordsee häufig oder im schönen Kloster. Und dann arrangiere ich das halt so mit meinen Teilnehmern, dass wir dann eben auch nachmittagelang am Strand entlang spazieren können. Und dann abends auch zum Beispiel Werwölfe spielen oder solche. Also ich integriere dann eben halt auch alle möglichen Dinge. Dann gibt es sehr viele alberne und lustige Spiele. Wo alle sagen, das haben sie, so viel Spaß hatten sie seit ewigen Zeiten nicht mehr. Und durch diese Albernheit und durch diesen Humor und die Spiele können wir dann auch sehr tiefe Themen bearbeiten. Weil da einfach dann so eine Offenheit ist. Ne? So ist der Ruf erst ruiniert. Ne? Lebt sich frei und ungeniert. Also das ist zum Beispiel so, da ist natürlich auch dann die ganze Umgebung und alles, ne, wunderbar. Dann habe ich eine, weil mir das so wichtig ist mit diesem gut drauf sein, habe ich eine Facebook-Gruppe Ruckzuck gut drauf. Und in die poste ich nur irgendwelche witzigen Sachen. Ja, weil es einfach das Entscheidende ist halt, dass du gar nicht zulässt, dass du zu tief in den Stimmungstief gehst. Ja. Also wichtig ist, wenn du so unterwegs bist und du merkst, ne, kommt so ein Flunsch auf, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt nicht, irgendwas ist so, ne, dass du das einfach erstmal nur mitkriegst, 21, 22, 23, mitkriegen ist das Wichtigste, deswegen Achtsamkeit ist da ganz wichtig und genau an dieser Stelle, wo dieses Stimmungstief kommt, brauchst du eine kleine Brücke. Danach geht es wieder gut weiter. Und diese Brücke kann alles Mögliche sein. Das Einfachste ist Grinsen, ne? Weil dann drückst du, wie Vera Birkenbiel schon sagte, du drückst also hier oben auf zwei Punkte im Gehirn, die dir signalisieren, es gibt einen Anlass zur Freude, du weißt noch nicht welchen. Ja, aber dadurch kommt dein Gehirn in Fahrt und sagt, ah, heute Abend, ne, also ich zum Beispiel denke jetzt, ah, wir besuchen nachher unsere Kinder und mein Enkelchen. Ne? So. Also irgendwas passiert sozusagen. Also Lachen ist so, die Weltmeisterübung ist hervorragend. Ne? Also 2 Minuten vorm Spiegel grinsen. Das heißt Arme hoch und einfach grinsen. Ja, grinsen an der Kraft, weil dadurch aktivierst du hier ganz viele, ne, Endorphine werden ausgeschüttet und so weiter. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, derjenige, der das macht, kriegt den Job. Spannend. Besser als so in gebeugter Haltung ins Handy gucken, wo die anderen gerade im Urlaub sind. Ne? Ja, ja. Das bringt dich nämlich nicht drauf. Ja, der Blick nach unten bringt dich nicht unbedingt weiter. Und die ultimative Methode ist eigentlich die Hände auseinander, grinsen und nach oben rechts gucken. Und das ist, so kannst du kein Problem haben. Okay, ich bin gerade dabei. Warum ist das so? Weil du rechts oben deinen Lösungsraum hast. Okay. Da guckst du hin, wenn du quasi zukünftig dir denkst, wie könnte es denn gehen? Durch das Grinsen aktivierst du jetzt diese positiven Dinge und durch die offenen Hände gehst du in Empfangshaltung. Ja, du empfängst sozusagen von dir selber Lösungen. Und das ist inkompatibel mit dem Problemzustand. Ja, umgekehrt, wenn du jetzt so sitzt und Flunsch machst und so richtig, dann wirst du in kürzer Zeit, wird dein Gehirn dir Sachen rückmelden von Fehlschlägen, Misserfolgen. Weil du einfach durch der ganze Körper arbeitet ja mit. Ja, und deswegen ist also das total wichtig. Ja, und dann kannst du natürlich Anker nutzen, die du vorher installiert hast. Ne? Moment of Excellence.
Du kannst Reframing machen, du kannst provokativen Stil machen, du kannst eine gute Freundin anrufen, du machst eine Runde um den Block, du schaust Katzenvideos. Nein. Ich merke gerade hier mein Akku, der geht irgendwie alle. Ich müsste mal gerade meinen Stecker holen. Vielleicht machst du mal kurz auf Pause oder dann können wir das Recording gleich weitermachen. Ich hole mal gerade. Jo, ich habe wieder Saft. Genauso ist es eben auch. Ne? Es braucht immer Ressourcen. Ohne Ressourcen läuft nichts. Unbedingt. Ganz also insofern, Lebensfreude ist einfach etwas, was letztlich gar nicht schwer ist. Also Musik und. Also es gibt ganz viele positive Dinge. Umgebe dich einfach mit Sachen, die dir gut tun. Ja, also guck, dass du nur Gegenstände hast, Einrichtungsgegenstände, Farben, die dich widerspiegeln und. Ne? Atmosphäre, Stimmung, zulassen, loslassen. Und ich sage auch immer gerne, tu nicht so erwachsen. Hilft manchmal auch. Ja, gut. Ja, dann bin ich ganz begeistert über unser Gespräch. Ich auch. Und ich habe auch auf jeden Fall sehr viel Freude gerade in mir. Also von daher, da strahlst du auf jeden Fall aus und das wirkt auch im Aufnehmen einfach. Großartig. Ja. Ja, für mich ist es ein Schwingen. Okay. Ich meine, du hast es auch immer zurückgeschwungen und ich habe es dir wieder zurückgeschwungen. Also es ist sozusagen, und das ist wie Magie, was einfach im Coaching passiert, aber auch im Training passiert. Ja. Und umso besser, wenn das dann länger ist, also mehrere Tage, dann entsteht einfach so ein richtiges Hochgefühl. Und man kann sich genauso gut gegenseitig schlecht draufbringen. Das funktioniert auch. Ja, deswegen. Bisschen fernhalten. Genau. Ja, dann sagen wir einfach mal, vielleicht, also mich kann man auf meiner Homepage finden oder überhaupt überall, LinkedIn, Xing, Facebook. Ich mache regelmäßig NLP-Ausbildungen einmal im Jahr und bis zu 10 Bildungsurlaube. Also wer Anrecht auf Bildungsurlaub hat, kann da gerne mitreisen. Dann bin ich Dozentin in der Business-Coaching-Ausbildung von The Key. Und man kann mich bei FAM Total, beim Netzwerk, mache ich den Coaching-Club. Einmal im Monat mache ich einen kostenlosen Info-Workshop zu spannenden Themen und einen Coaching-Club zu spannenden Themen. Und es gibt die NRW-Regionalgruppe meines DVNLP-Verbandes, also massig Anknüpfungsmöglichkeiten. Und du? Ich mache es relativ kurz. Wie gesagt, mein Name ist Sarah Momo, so lautet auch meine Internetadresse. Ich bin Entscheidungscoach und Theologin und meine Spielwiese ist primär LinkedIn. Ich freue mich auf jeden Fall über Kontakt und Interesse. Super. Ja.